Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Endungen an. Was wünschen Sie zum Essen? Ich hätte gerne den gegrillten Fisch. Aber bitte nicht mit gemischtem Gemüse und feiner Buttersoße. Könnte ich stattdessen bitte einen kleinen Salat bekommen? Aber natürlich. Diese Region hat die höchste Arbeitslosenquote des Landes oder im Land. Das Land liegt nämlich an der traurigen Spitze. Glück gehabt hat der Vater eines 3-jährigen Sohnes, weil seine Freundin einen festen Job hat. Die Leute erlernen einen zweiten Beruf. Ein Obdachloser sucht ein Zimmer. Und noch einmal. Was wünschen Sie zum Essen? Ich hätte gerne den gegrillten Fisch. Aber bitte nicht mit gemischtem Gemüse und feiner Buttersoße. Könnte ich stattdessen bitte einen kleinen Salat bekommen? Aber natürlich. Diese Region hat die höchste Arbeitslosenquote des Landes oder im Land. Das Land liegt nämlich an der traurigen Spitze. Glück gehabt hat der Vater eines 3-jährigen Sohnes, weil seine Freundin einen festen Job hat. Die Leute erlernen einen zweiten Beruf. Ein Obdachloser sucht ein Zimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Endungen der Possessivartikel ein. Ich wusch meine Hände. Akkusativ. Mein Bruder wäscht mein Auto. Nominativ. Meine Tante kennt deinen Onkel. Nominativ und Akkusativ. Unsere Freunde sehen meinen Opa. Nominativ und Akkusativ. Ihre Geschwister kommen heute zu uns. Nominativ. Euer Vater hat kein Auto. Nominativ und Akkusativ. Er nimmt meine Taschen mit. Akkusativ.
Wir kennen unsere Lehrerin. Akkusativ. Du isst deinen Burger. Akkusativ. Seine Autos sind in der Garage. Nominativ. Und noch einmal. Ich wusch meine Hände. Akkusativ. Mein Bruder wäscht mein Auto. Nominativ. Meine Tante kennt deinen Onkel. Nominativ und Akkusativ. Unsere Freunde sehen meinen Opa. Nominativ und Akkusativ. Ihre Geschwister kommen heute zu uns. Nominativ. Euer Vater hat kein Auto. Nominativ und Akkusativ. Er nimmt meine Taschen mit. Akkusativ. Wir kennen unsere Lehrerin. Akkusativ. Du isst deinen Burger. Akkusativ. Seine Autos sind in der Garage. Nominativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. In diesem Video sehen wir den Konjunktiv 2 an. Hier fehlen einige Verbformen. Setzen wir ein. Er wäre verreist. Es hätte Probleme gegeben. Er wäre gerne länger geblieben. Aber er hätte es verschieben müssen. Er hätte sicher angerufen. Wenn er keine Zeit hätte. Wenn es billiger gewesen wäre, hätte ich es gekauft. Habe es dann aber gelassen. Der Bus kommt nie pünktlich. Aber wegen des Unwetters könnte es noch schlimmer werden. Wenn sie Geld gehabt hätte, hätte sie eine Wohnung kaufen können. Wenn du es mir erklärt hättest,
Hätte ich es verstanden? Hättest du dich besser vorbereitet? Wärst du nicht durchgefallen? Wäre das Wetter schöner gewesen? Wäre ich länger geblieben? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Wörter als, wann, wenn und ob genauer an. Zuerst der Text. Punkt, Punkt, Punkt. Ich ein Kind war, wollte ich. Punkt, Punkt, Punkt. Busfahrer arbeiten. Ich fand es toll. Punkt, Punkt, Punkt. Man immer unterwegs ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich erwachsen wurde. Fragte ich mich, Punkt, 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 man dabei viel verdient und, Punkt, 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 man frei hat. Setzen wir ein. Als ich ein Kind war, wollte ich als Busfahrer arbeiten. Ich fand es toll, wenn man immer unterwegs ist. Als ich erwachsen wurde, fragte ich mich, ob man dabei viel verdient und wann man frei hat. Und noch einmal, als ich ein Kind war, wollte ich als Busfahrer arbeiten. Ich fand es toll, wenn man immer unterwegs ist. Als ich erwachsen wurde, fragte ich mich, ob man dabei viel verdient und wann man frei hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb brauchen genauer an. Zuerst die Sätze. Warum, du, das. Es ist doch hier, du, es nicht, suchen. Das, niemand, kaufen oder suchen. Man, nur wissen, wo es, suchen, Setzen wir ein. Warum brauchst du das? Es ist doch hier. Du brauchst es nicht zu suchen. Das braucht niemand. Zu kaufen oder zu suchen. Man muss nur wissen, wo es zu suchen ist. Und noch einmal, warum brauchst du das? Es ist doch hier, du brauchst es nicht zu suchen. Das braucht niemand. Zu kaufen oder zu suchen. Man muss nur wissen, wo es zu suchen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Konjunktiv 2 genauer an. Zuerst die Sätze. Es, dass er nicht, das, aber schade. Ich, es mir zuvor, aber auch nicht, Fangen wir an. Es hätte sein können,
dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Es hätte sein können, dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Und noch einmal, es hätte sein können. Dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Es hätte sein können, dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Setzen Sie ein. In diesem Video gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet das Wort? Das weiß ich nicht. Ich bin davon nicht überzeugt. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie arbeiten jeden Abend. Ich war pünktlich. Du bist zu spät. Früher war alles besser, heute ist alles schlecht. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Zuerst kannte ich niemanden, jetzt kenne ich alle.
Zuerst war er begeistert, später weniger. Früher so, heute so. Und noch einmal zur Wiederholung. Setzen Sie ein. In diesem Video gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet das Wort? Das weiß ich nicht. Ich bin davon nicht überzeugt. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie arbeiten jeden Abend. Ich war pünktlich, du bist zu spät. Früher war alles besser, heute ist alles schlecht. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Zuerst kannte ich niemanden, jetzt kenne ich alle. Zuerst war er begeistert, später weniger. Früher so, heute so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao, und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet.